einer anderen Partei und dann schaut er mich schon an. Und das ist schon mehr, was mitmacht bei den Präsidentenwahlen. Also ich kenne, ja, schon dreimal probiert, ich kenne diese Hürden. Und es hat viele Leute gegeben, die mit Begeisterung das gemacht haben, aber es ist halt immer ein wichtiger Punkt, dass die Leute sagen, naja, hilft das dem was? Ich meine, ich habe Gott sei Dank, vor allem auch in der Steiermark, aber nicht nur, viele Menschen, denen ich schon geholfen habe, und man sagt immer, es gibt keine Dankbarkeit, aber ich muss feststellen, es gibt viele, die dann ihre Dankbarkeit erweisen und sagen, du, das ist gelebte Solidarität, was ich mache, ich bin gelernter Richter und habe schon in der Zeit meiner aktiven Politik, nachdem die Leute gekommen sind, habe ich also schon sehr viele Leuten juristische Hilfe erteilt. Ich war immer ein juristischer Nothelfer zum Leidwesen mancher Rechtsanwälte, die halt das nicht als Berufung sehen, sondern als Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Und jetzt bemühen wir uns heute halt und bemühen wir mal Vorträge in der Steiermark, diese Unterstützung zu schaffen. Mein Programm ist an sich naheliegend für mehr Gerechtigkeit und für eine neue Justizpolitik. Bei der Gerechtigkeit ist auch nur eine Zahl. Und ich komme sehr viel auch mit Menschen zusammen, die eine kleine Pension haben. Ich war mal, Sie werden kennen, Drössenkron zum Beispiel bei St. Stephan, nicht? Wo jetzt die Schulen aufgelöst werden soll. Dort habe ich mal eine Witwe vertreten, also nicht Witwe, sondern eine Frau vertreten, die 9 Kinder das Leben, den 9 Kindern das Leben geschenkt und hat dann um die Pension angesucht, da war sie 59 Jahre. Und da hat dann ablehnend Bescheid bekommen mit der Begründung, die Kinder sind zu schnell hintereinander auf die Welt gekommen und die 4 Jahre übrigens noch anerkannt, wenn die 4 Jahre Abstand sind und wenn es 2 Jahre Abstand hat, sind es 2 Jahre und das ist sie gerade nicht ausgegangen. Und dann habe ich für sie eine Klage gemacht. Das habe ich dann also schon korrigiert irgendwie. Die hat dann gekriegt, sage und schreibe in diesem Sozialstaat Österreich 246 Euro Pension. Wir reden immer Österreich ein super Pensionssystem, wir haben schon ein gutes Pensionssystem für höhere Beamte, so wie für mich auch, ich bin auch privilegierter, oder für also die, die eine Pension haben, also vor allem auch die lange Zeit, aber in Form eines Staatsdienst waren, aber wir haben kein besonders gutes System für jene, die auf Ausgleichszulagen angewiesen sind. Weil die dürfen, ich als pensionierter Richter darf theoretisch was dazu verdienen oder der Professor nicht. Ich muss Steuern zahlen, aber es wird die Pension nicht gekürzt deswegen. Aber eine Ausgleichszulagenbezieherin, wenn die was dazu verdient, wird das von der Ausgleichszulage wieder abgezogen, also das hebt sie dann auf. Also und diese Frau hat dann gesagt, 246, und gesagt, mein Mann ist ein Tyrann, und dann habe ich schon ein bisschen was. Das Gescheiteste, lassen Sie scheiden, dann kriegst du die Ausgleichszulage voll und dann 746. Das darf in einem Sozialstaat Österreich nicht passieren. Noch dazu, und das sage ich immer wieder, aber ich weiß nicht, Sie sind nicht so betroffen, aber die Journalisten im Fernsehen, wenn dann die Zwillinge auftreten, die Pensionisten-Zwillinge, Kohl, Blecher, fast die mächtigsten Männer in Österreich, weil wenn die nicht mittun, das ist nur die Wählerschicht anschauen, nicht? Die sprechen dann von den Pensionisten und wir kämpfen für die Pensionisten und dass die auch entsprechend bedient werden. Aber sie vergessen, dass es wichtig wäre, eine menschenwürdige Mindestpension, dass bei der alljährlichen Pensionserhöhung die unteren Pensionen mehr bedient werden und dass man mal oben sagt, für 1, 2 Jahre oder 3 Jahre mal einfrieren, für mich ab 3.000 Euro, damit das näher aneinander rückt. Und was das entscheidend ist, die 2 haben über 10.000 Euro. Der eine 11 und der andere 15. Und wenn ich dann diskutiere mit Pensionistenverbänden, und Sie wissen, Österreich ist ja aufgeteilt in einen schwarzen Pensionistenverband, Seniorenbund heißt der rote Pensionistenverband, dann gibt es den freien Pensionistenring, einen grünen, den bemüht sich ein bisschen. Also ich wäre sowieso dafür, dass man in jeder Gemeinde einen Seniorenverband macht, wo alle mitmachen, das ist aber die eine Seite, nicht? Also überparteilich gibt es in Bayern zum Beispiel, ich halte es für
einen Zukunftsweg. Nicht?